Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft ganz besonders einfach. Heute geht es mal um den Begriff Residuallast. Was ist eigentlich Residuallast? Ein Begriff, den man immer mal wieder hört, wenn es um eine Gesamtsystematik von Energiewirtschaft und der fortschreitenden Energiewende geht. Die Residuallast ist die jetzt im Moment von allen Verbrauchern nachgefragte Last abzüglich der Leistung der erneuerbaren Energien, die nicht abgeregelt werden können oder sollen. Also schlussendlich alles das, was von restlichen Kraftwerken oder von Speichern als Leistung gebracht werden muss, was eben nicht aus den klassischen erneuerbaren Energien kommt. Heißt, die Residuallast ist also all das, was nicht über Wind und Solar eingespeist wird. So könnte man das eigentlich sagen. Der Begriff Residuallast kommt jetzt erstmal aus dem Lateinischen, also Residual, das steht wohl für so die übrig bleibende Reserve oder den Rest und ist eben genau deswegen der Rest von dem, was nicht durch die Erneuerbaren eingespeist wird. Hier wird ein bisschen noch unterschieden in die Flexibilität. Das heißt, es gibt ja Windenergie und Solarenergie, die, wenn sie zur Verfügung steht, auch wirklich eingespeist werden soll. Wenn der Wind weht, dann wollen wir den. Wenn die Sonne scheint, dann wollen wir diese Energie haben. Und dementsprechend haben wir flexible Kraftwerke oder Speicher, die jetzt den Rest liefern müssten, abhängig davon, wie viel erneuerbare Energien wir im Moment einspeisen können. Und das ist die Residuallast. Die wird mit einer fortschreitenden Energiewende, mit mehr Ausbau von erneuerbaren Energien immer weniger, weil wir eben immer mehr durch genau Wind und Solar einspeisen können. Und je mehr Speicher wir auch noch haben, desto flexibler und desto besser und desto sicherer funktioniert das und desto weniger müssen wir über konventionelle Kraftwerke, über Pumpspeicherkraftwerke und so weiter eben einspeisen. Schlussendlich wären die in einer fortschreitenden Energiewende die Quellen für Residuallast, auch zum Beispiel sowas wie Holzheizkraftwerke oder eben größere andere Anlagen, relativ saubere Gaskraftwerke und so weiter. Das werden wir dann sehen, wie es konkret ausgestaltet wird. Da gibt es verschiedene Systematiken. Ansonsten, was kann man machen, um Residuallast zu verringern, um also diese Schwankungsbreite ein bisschen zu verringern? Naja, zum Beispiel Lastmanagement, Demand-Side-Management, indem man sagt, jetzt im Moment können wir die Nachfrage etwas verringern, sodass der Unterschied zwischen eingespeister erneuerbarer Energie und Nachfrage eben geringer ist. Deswegen brauchen wir weniger Restlast, die eben aus anderen Quellen kommen müsste. Und das ist im Prinzip auch schon alles, was man zu Residuallast sagen kann. Das ist also, wie gesagt, der Rest von dem, was nicht aus den klassischen erneuerbaren Energien eingespeist werden kann. Das ist die Residuallast. Das war's schon. Wenn ihr Fragen dazu habt, unten in die Kommentare. Ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach gemacht, bei der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.